Hallo Ethan, wie geht es dir? Hast du Lust, ein Raupenspiel zu spielen und Zahlen zu lernen? Großartig, dann lass uns spielen. Fahr in die Mitte des Gartens, Ethan. Nimm diese nummerierten Teile und tu sie auf die Raupen, die durch den Garten kriechen. Du musst dich im Garten genau umschauen, Ethan. Siehst du die Raupe? Tu das Teil mit der Nummer 1 auf diese Raupe. Super, Ethan! Diese Raupe hat ein Teil. Tu die anderen Teile auf die Raupe, bis sie fertig ist. Such die Raupe, Ethan. Sie ist neben der Blume. Tu das Teil Nummer 2 auf die Raupe. Diese Raupe hat nun 2 Teile. Lass uns ein weiteres Teil auf die Raupe tun. Ich glaube, die Raupe hat sich versteckt. Sie ist neben einer anderen Blume. Tu das Teil Nummer 3 auf die Raupe. Die Raupe hat nun 3 Teile. Lass uns ein weiteres Teil auf die Raupe tun. Gut gesehen, Ethan. Sie ist auf dem Busch. Tu das Teil Nummer 4 auf die Raupe. Die Raupe hat nun 4 Teile. Lass uns das letzte Teil auf die Raupe tun, Ethan. Die Raupe ist fast vollständig. Tu das Teil Nummer 5 auf die Raupe. Klasse, Ethan. Die Raupe hat 5 Teile. Du hast heute so viele Zahlen gelernt. Magst du sie wiederholen? 1 2 3 4 5 Wir hatten heute so viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo Ethan, wie geht es dir heute? Juhu! Du bist als Pirat verkleidet, wie toll! Warte, was ist denn das, Ethan? Das ist eine Schatzkarte. Lass uns aufs Piratenschiff gehen und schauen, wohin uns die Karte führt. Die Karte wird uns zu einem verborgenen Schatz führen. Mal schauen, wo der zu finden ist. Aha. Aha. Der Schatz ist bei dem Kreuz. Auf geht's!
Tut mir leid, Ethan. Das ist nicht der richtige Felsen. Versuchen wir es beim anderen Felsen. Ah. Ein Kreuz markiert den Punkt. Schauen wir mal, was wir finden. Ein Seestern. Mal schauen, was wir noch finden. Wie aufregend! Eine Schatztruhe! Juhu! Lass sie uns öffnen und schauen, was drin ist. Drei Vögel. Blau, rot, grün. Juhu! Das hat so viel Spaß gemacht. Yahoo! Bis zum nächsten Mal, Freunde. Wir sehen uns.